Ja, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel des 11. Zweitligaspieltages zwischen dem HC Rhein Vikings und dem THSV Eisenach. Erstmal herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste zum heutigen Auswärtssieg. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Christoph Jauernick, den Trainer sowie Manager Carsten Wöhler. Zu meiner Linken Vikings-Trainer Kevin Klatt und ganz außen Geschäftsführer René Witte. Gespielt wurde heute 27:32. Zur Halbzeit hat es 12:18 gestanden aus Sicht der Vikings vor 950 Zuschauern hier im Castello. Ich möchte natürlich zu Beginn erstmal den Gästetrainer zu Wort kommen lassen. Christoph, wie erleichtert bist du jetzt nach dem zweiten Saisonsieg und wie fällt dein Fazit des heutigen Spiels aus? Ja, schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Auf die Frage zu antworten, ich bin natürlich sehr erleichtert. Ich möchte vorweg aber noch eine Sache loswerden, was mir so hier auffällt, wie das hier vorangeht, wie das organisatorisch heute lief, auch wie wir als Gastmannschaft ja um vieles sich gekümmert wurde, fand ich richtig klasse. Sehr professionellen Eindruck habe ich von Neuss heute gewonnen und eben auch von der Halle hier in Düsseldorf. Nochmal aufs Spiel zurückzukommen, fand ich klasse, wie unsere Mannschaft heute einfach die Sachen über eine ganz, ganz lange Spielzeit umgesetzt hat. Und als zweites, wir auch Schwächephasen, die wir zwischendurch schon hatten, wo wir mal vielleicht nicht jeden Ball ins Tor gebracht haben, einfach heute unglaublich stark als Mannschaft überbrückt haben und uns so einen starken Vorsprung erspielt haben, dass am Ende natürlich nochmal möglich war, auch für mich als Trainer, meine ganz jungen Leute aufs Feld zu schicken, mit A-Jugendlichen dabei auch. Klar ist dann nochmal in einem Spiel, was vielleicht enger ist, das ist ein bisschen anders von der Aufstellung her, dass wir sagen, wir halten da an unseren erfolgreichen Leuten fest. Und es war sicherlich auch nochmal auf der Gegenseite eine Umstellung auf eine 4+2-Abwehr, wo wir sicherlich nicht jeden Tag gegen spielen, zumindest waren da ein paar andere Aufgaben gestellt. Von daher geht das natürlich auch in Ordnung, weil wir da einige Fehler gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen bin ich natürlich sehr happy, dass wir einfach auch die zwei Wochen konsequent genutzt haben an allen, die da beteiligt sind, auch im Training. Unsere zweite Mannschaft, die Leute drumherum, unsere Physios, gilt natürlich der Dank, weil wir einfach ruhig geblieben sind und in zwei Wochen viel gearbeitet haben in der spielfreien Zeit und so ein Auswärtssieg natürlich den Leuten, die sich dafür eingesetzt haben, auch recht gibt, dass das der richtige Weg war. Von daher Kompliment an meine Mannschaft und jetzt fahren wir natürlich freudig nach Hause. Ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön, Christoph. Da möchte ich gerne unseren Trainer Kevin zu Wort kommen lassen. Kevin, woran hat es denn heute gelegen, dass es die dritte Heimniederlage im fünften Heimspiel dieser Saison gab? Ja, zunächst erstmal Glückwunsch nach Eisenach zum verdienten Sieg. Für uns, wir sind heute nicht gut ins Spiel gekommen, hatten gerade im Angriff mit unserer Disziplin Probleme, haben uns Würfe genommen, die wir uns nicht nehmen dürfen, haben Bälle ins Ausgeschmissen, haben mit zu wenig Bewegung gegen die 5-1 agiert, eigentlich die Sachen alle vermissen lassen, die wir uns vorgenommen hatten. Und damit haben wir Eisenach stark gemacht. Eisenach hat, glaube ich, in den ersten 10 Minuten viel Selbstvertrauen gewonnen und ist dann auch ein Stück weit ins Laufen gekommen. Von unserer Seite war das auch zu wenig Gegenwehr für unsere Verhältnisse, gerade was die Abwehrarbeit betrifft, was unsere Stärke ist. Wir gewinnen zu wenig Zweikämpfe, lassen unsere Torhüter da im Stich. Und so ist dann heute auch über das gesamte Spiel, dass auch unsere Torhüter uns wenig helfen können, weil da einfach das Zusammenspiel gefehlt hat. Wir wussten um die schwere Situation, weil bei uns bekannterweise ja Oelze und Pankhofer zwei wichtige Säulen gerade im Angriffsspiel fehlen. Und deshalb bin ich froh, dass wir am Ende oder auch gerade in der zweiten Halbzeit den Kopf oben behalten haben und gekämpft haben und in der Konstellation dann mit Hosse, Hanschke, Klaßmann und Gipperich eigentlich gerade durch viel Bewegung und gute 1-1-Aktionen der einzelnen Leute immer wieder zu Torerfolgen gekommen sind. Ja, die Umstellung 4-2 hat uns dann sicherlich nochmal ein bisschen geholfen, da Ergebniskosmetik zu betreiben. Ja, schade für uns, nur wir wissen, wie gesagt, dass wir jetzt im Moment eine schwierige Situation haben und müssen das auch schaffen, diese Phase zu überbrücken. Dankeschön, Kevin. Kommen wir zu THSV-Manager Carsten Wöhler. Carsten, wie wichtig war aus deiner Sicht heute, dass der Knoten mehr oder weniger geplatzt ist, und vielleicht kannst du auch einen kleinen Ausblick auf die nächsten Spiele geben? Ja, schönen guten Abend. Also ich bin natürlich auch sehr erleichtert, dass wir heute die 2 Punkte geholt haben. Und wir wissen, in der Liga gibt es keine Spiele, die
die man mal so nebenbei gewinnt. Man muss immer 100% geben. Und auch hier, wie gesagt, beim für mich sehr starken Aufsteiger, das zeigt ganz einfach, dass ihr schon 8 Punkte habt. Und dann braucht man nicht immer gucken, wie und wo. Wenn man 8 Punkte hat, hat man 8 Punkte. Und wir hatten eben auch 3 Spiele mit einem Tor verloren und wir hatten eben nur 2 Punkte. So, und da fragt am Ende, fragt keiner, hast du gut gespielt, hast du schlecht gespielt nach 10 Spieltagen? Wenn nur 2 Punkte dastehen, ist das klar. Die Mannschaft geht unter Druck, der Trainer, der Verein, man muss die Ruhe bewahren. Das haben wir getan. Wir hatten die Situation, dass wir 2 langzeitverletzte Spieler, also sagen wir jetzt die Phase, die vielleicht jetzt auf euch zukommt, da fehlen 2 wichtige Säulen jetzt. Trotzdem hat die Mannschaft immer noch Qualität. Das hat der Auswärtssieg in Hildesheim gezeigt. Bei uns war es eben so, dass wir 2 Langzeitverletzte nach 9 bzw. 10 Monaten jetzt was zurückbekommen haben. Die haben keine Vorbereitung gehabt, die sind seit ein paar Wochen dabei. Das sind wichtige Spieler für uns und die machen jetzt ihre Fortschritte. Da hat uns auch jetzt diese Spielpause geholfen, um da an athletischen Sachen zu arbeiten. Man sieht das auch bei Marcel Schiedermann. Wie gesagt, er hat einen schweren Autounfall gehabt. Ist 9 Monate raus. Jetzt haben wir ihn aber schon wieder so weit, dass er nicht über 60 Minuten, aber dass er schon wieder über 40 Minuten wenn der Trainer das gut dosiert. Heute sensationell gemacht, die Kräfte eingeteilt. Aber diese Spieler haben uns heute geholfen. Und die werden ihre Leistung Stück, für jede Einheit, für jeden Tag auch weiter steigern können. Und natürlich ist es für uns wichtig, und da kann man natürlich sagen, Eisenach und gute Mannschaft, aber am Ende, wie gesagt, war es für uns nicht leicht. Und deswegen Kompliment an den Trainer, an die Spieler, wie wir heute konzentriert dieses Spiel bestritten haben. Und am Ende muss man auch sagen, die jungen Spieler müssen spielen. Das ist ganz wichtig und da ist auch in Anführungszeichen mal egal, die dürfen auch mal Fehler machen. Wann sollen sie es lernen, wenn sie nicht spielen? Und deswegen bin ich einfach erleichtert, dass wir über diese 2 Punkte heute geholt haben und wollen jetzt diesen Schwung mitnehmen, dieses Erfolgserlebnis, weil wie gesagt, am Freitag, jetzt kommt der Doppelspieltag auf uns zu, da warten wieder 2 schwere Aufgaben und für uns ist einfach wichtig, dass wir uns, ich sag mal, wie Eichhörnchen jetzt erstmal Punkt für Punkt hart erarbeiten in den nächsten Wochen, dass wir in ein ruhiges Fahrwasser kommen und dann ist das Arbeiten auch dann leichter und deswegen bin ich ganz erleichtert oder ganz eisenach erleichtert heute über die 2 Punkte. Ansonsten nochmal ganz kurz auch, tolle Halle, muss man ganz klar sagen, toll empfangen worden hier, eine Bereicherung für die Liga. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Carsten. Kommen wir zu René Witte, dem Geschäftsführer der Vikings. René, wie war es heute für dich, das ganze Spiel gegen deinen Heimatverein zu erleben und wie fällt dein sportliches Fazit aus? Ja, von mir einen schönen guten Abend. Glückwunsch an Jaue, Carsten und an den gesamten THSV Eisenach zum verdienten Sieg. Ich hatte es die Woche schon in der Pressekonferenz auf das Spiel Eisenach gesagt, das ist keine leichte Aufgabe jetzt für uns. Wir hatten nach Hildesheim, das Spiel war ja auch verlegt auf Montagabend, knapp 3 Tage Zeit, uns mit der neuen Konstellation ohne Oelze, ohne Pankofer vorzubereiten. Eisenach hatte da natürlich Vorteile, wenn man 2 Wochen sich da gezielt darauf vorbereiten kann. Ich denke, das hat man ein Stück weit heute gesehen. Auch habe ich in der Vorbereitung zum Spiel gesagt, dass es wichtig ist, dass wir die Disziplin halten, dass wir taktisch clever spielen. Das haben wir heute über weite Strecken der ersten Halbzeit nicht getan. Und insofern zeigt das auch das Halbzeitergebnis. Und es ist dann natürlich auch schwer, wieder zurückzukommen. Insgesamt muss ich der Mannschaft in der zweiten Halbzeit Lob machen, dass sie sich nicht hat abschlachten lassen und dass wir das Ergebnis im Rahmen gehalten haben. Aber wir haben jetzt auch, wie alle anderen auch, den Doppelspieltag. Wir müssen jetzt die weite Reise nach Aue machen, müssen dann zurück und dann kommt Salui. 2 wichtige Spiele. Wir müssen dem Trainer und dem Team jetzt alle Möglichkeiten verschaffen, dass wir uns taktisch neu einstellen und mit den Gegebenheiten einfach klarkommen. Es ist einfach so, wir können jetzt den ganzen Tag rumjammern, dass diese Spieler verletzt sind, aber wir haben den Kader so zusammengestellt, dass wir fest daran glauben, dass wir auch da in jedem Spiel eine Möglichkeit haben, allerdings nicht so wie in der ersten Halbzeit. Meinem Heimatverein wünsche ich alles Gute für den Rest der Saison, bis auf ein Spiel natürlich. Und freue mich dann im April, glaube ich, in die Heimat zu kommen und wünsche eine gute Heimreise. Danke. Ja, danke schön, René. Ihre und eure Fragen bitte, sofern denn welche sind. Ja,
Kleine Frage an Kevin Klatt. Auch von den Ausfällen war jetzt ja schon viel die Rede. War das heute wirklich so der entscheidende Punkt, weil gleich 0-5 nach 7 Minuten? Und wenn es so entscheidend war, was macht dann Hoffnung, dass sich das in den nächsten Wochen, die man ja auch noch auf die beiden verzichten muss, bessert? Ja, es war sehr entscheidend für uns, weil Daniel Pankofer der Ruhepol der Mannschaft ist und auch mit so einer Situation, gerade in so einer Anfangsphase, viel Sicherheit mit ins Spiel nimmt. Und das Gleiche zählt für Ali Oelze. Das sind nun mal unsere beiden erfahrensten Spieler und auch unsere Leistungsträger, die da ausfallen und der Mannschaft sicherlich Sicherheit geben. René hat es gerade richtig gesagt, wir hatten jetzt mit dieser neuen Situation knapp 3 Tage oder 3 Trainingseinheiten, um uns dort zu finden. Wir haben jetzt eine normale Woche im Prinzip, uns auf Aue vorzubereiten. Gegen Saarlouis müssen wir dann gucken, wie wir das machen, da wird es kürzer, aber uns wird ja jede Zeit helfen, um in der neuen Konstellation besser bestehen zu können. Man hat ja heute auch gesehen, dass man dann über das Spiel hinweg gesehen, sag ich mal, die passende Reihe oder die passendere Reihe für den Gegner gefunden hat. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir uns da jetzt auch nochmal Stück für Stück weiterentwickeln und auch ja, mit der nötigen Disziplin dann zu Werke gehen. Weitere Fragen? Bitte. Christoph, du hast ja eben gerade gesagt, dass 2 Spieler nach langen Verletzungspausen zurückgekommen sind. Daniel Luther hat ja, glaube ich, 11 Monate gefehlt. Er hat heute von Beginn sogar auch im Angriff gespielt. Was war ausschlaggebend dafür? Ja, zum einen wird Daniel immer fitter. Das heißt, sicherlich ist er kein junger Spieler mehr. Wir müssen immer mit ihm auch irgendwo dosiert arbeiten im Training. Aber er kann immer mehr und mehr die Inhalte mitmachen, die wir im Training machen. Er hat ja im letzten Spiel schon angefangen, ist auch geschuldet der Variante, die wir im Moment im Abwehrbereich praktizieren. Haben wir ja in Schwartau gemacht, haben wir auch im Heimspiel gegen Bietigheim gemacht, haben wir heute gemacht, 5-1 zu spielen mit ihm vorne. Die Alternative ist eben mit Matthias Gerlich zu arbeiten. Dann hat man aber im Angriff, wenn man Matthias noch rausnehmen will, dann vielleicht auch einen doppelten Wechsel drin, weil Dujo, unser Abwehrchef, nur für die Abwehraufgaben kam. Und deswegen sind wir heute wieder, wie im letzten Spiel, mit der Variante reingegangen, dass wir nur einen Wechsel haben, Spezialisten am Kreis reinbringen im Angriff und nur Dujo dafür rausnehmen. Und dass Daniel das genauso lösen kann wie Matthias auch, der heute auch wieder aufsteigende Form gezeigt hat, das hat man ja heute gesehen. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann darf ich zum Abschluss noch mal ganz kurz auf den kommenden Doppelspieltag am nächsten Wochenende hinweisen. Unsere Gäste vom THSV Eisenach empfangen am Freitag, den 10.11. zunächst den HSC Coburg und am Sonntag, den 12.11. geht es dann zum HC Elb Florenz Dresden. Unser nächstes Spiel ist am kommenden Freitag um 19 Uhr beim EHV Aue und am Sonntag empfangen wir hier im Castello um 15 Uhr. Die HG Saarlouis. Dann danke ich allen recht herzlich fürs Kommen, wünsche unseren Gästen eine gesunde und gute Heimreise und noch viel Erfolg in der laufenden Saison. Schönen Abend noch.